Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Von Cash gibt es jetzt dank FMPwn wieder neue Bilder, also von der neuen Version, die voraussichtlich 2025 erscheint, und die möchte ich mir mit euch zusammen anschauen. Let's go! Ich fahre nicht gerne Motorrad, weil es cool ist. Ich fahre Motorrad, weil ich das gerne fahre. Basta. Abgesehen davon fahre ich kein Motorrad. Hier haben wir nun zuallererst das Bild von Garage vor uns. Das sah in der letzten Variante am selben Punkt noch so aus. Und hier fällt sofort eine Sache ins Auge, und zwar wirkt der ganze Raum größer. Auch die Decke nach oben hin ist ein bisschen freier. In der letzten Version ist ja ziemlich viel gewachsen und es war sehr viel Klimbim oben an der Decke. In der neuen Version ist ja so gut wie gar nichts mehr, und das Glas gibt natürlich nochmal ein bisschen mehr Größe, denn man kann halt direkt rausglotzen. Beim letzten Mal habe ich über das Wettersetting gesprochen. Das sieht jetzt hier wieder anders aus. Damals wirkte es wie früher Morgen oder später Nachmittag mit untergehender oder aufgehender Sonne, so ein bisschen alles rot-orange. Hier sieht es relativ normal beleuchtet aus, hier draußen etwas bewölkt. Ich bin auch gespannt, ob er die Dinger hier anmacht, die Lampen, oder ob die ausbleiben. Denn gerade jetzt in CS2 könnte man ja super mit Schatten und so weiter vor sich hin spielen. An sich hat sich hier aber nicht viel getan. Wir haben wie immer noch unseren Starline-Container, jetzt aber rot, ehemalig gelb. Die beiden Aufspringhilfen hier im neuen und hier im alten Teil. Die Paletten, die hier an der Wand standen, sind weg, und auch die Kiste aus dieser Ecke ist verschwunden. Jetzt liegen hier solche, ja, Betonstücke oder sowas, wahrscheinlich die Wandstücke. Als nächstes haben wir Checkers hier direkt vorm Vent, und hier sieht man auch sofort, dass alles größer geworden ist. Also zumindest optisch. Hier der Weg nach oben ist auch sehr weit, aber dieses Zeug hier, diese Gitter, die drücken den Raum natürlich etwas nach unten. Die sind hier in der neuen Fassung nicht mehr vorhanden. Dafür aber Rohre. Hier ist nochmal die Sicht in die andere Richtung. Und natürlich fragt man sich, gerade wenn man jetzt hier hinguckt, Bangable und so weiter und so fort, ob das hier wohl auch in Richtung Bangable geht. Und natürlich wurde diese Frage auch direkt gestellt: Are those windows in Checkers spammable? Und FMPwn bestätigt das. Man kann jetzt von B-Side in Theorie bis auf Quad Spam. Also du wirst hier stehen können und da reinschallern können, und deine Schüsse kommen hier hinten an. Das wird witzig. Und zu guter Letzt haben wir hier noch A-Main, und das sieht auch direkt viel, viel größer aus. Wir haben es schon oft darüber gehabt, die CS2-Maps einfach irgendwie insgesamt gewaltiger, höher, größer, breiter. Also zumindest gefühlt. Aber alleine das hier, was aus der Decke rausgenommen wurde, macht es einfach nochmal ein bisschen fetter. Die Schränke wirken dadurch kleiner, wobei sie auch kleiner sein könnten, sehe ich gerade. Ja doch. Oh, das ist die Perspektive, naja. Und was einem hier bei der neuen Version auch direkt auffällt, ist, dadurch, dass hier oben die Decke offen ist, haben sich wohl scheinbar zumindest zwei oder sogar drei neue Fenster aufgetan, durch die man dann, vielleicht ist da hinten noch ein viertes, Granaten schmeißen könnte. Ich guck mir gerade die Kommentare an. Also die Leute sind auf jeden Fall schon voller Freude. Die andere Perspektive ist ungefähr aus diesem Punkt hier geschossen, in der alten Version also hier. Und beim jetzigen Vergleich wird mir klar, wie vollgeschissen dieser Raum war. Guck mal, hier ist es schön clean, sehr grau-weiß, sicherlich auch gut, um eben einfach Gegner zu erkennen. Hier in dieser Version ist sehr viel zu sehen, und gleichzeitig ist es halt irgendwie witzlos. Ach, guck mal. Weil man da ja sowieso nicht mit interagieren kann. Es wirkt wie so ein leichtes, ganz leichtes visuelles Rauschen einfach. Du hast halt irgendeinen Krusch, der unwichtig ist. Es gibt dem Ganzen natürlich schon auch irgendwie eine gewisse Realität. Oh, come on, dude. Aber so finde zumindest ich, hat das auf jeden Fall auch was. Gerade wenn man bedenkt, dass es halt einfach alt ist und hingeschissen. Da sieht es halt nun mal so aus. Und da bin ich, wenn ich bald eine Glatze habe. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Bilder. Und mittlerweile kann man ja sagen, bald. Dyra hat gerade abonniert, der alte Stinky. Der hat doch wieder gerafft, dass ich hier gerade am Video machen bin, Heidenai. Man hört die Alerts auch in den Aufnahmen, das ist ein bisschen dumm gelöst von mir. Und jetzt, wo ich auf die Uhr gucke, muss ich mich echt ein bisschen beeilen. Gleich ist 18 Uhr, shit. Schöne Bilder, es ist nicht mehr lange hin bis 2025, also mittlerweile könnte man ja fast sagen, bald ist es möglicherweise soweit. Wobei er noch keinen Monat genannt hat. Es könnte ja auch Dezember 2025 sein. Das wäre ein bisschen kokolorisch, aber so wie man sieht, scheint übrigens hier oben ist doch noch ein Window. Ja, es sind hier oben mindestens drei, und hier sind auch nochmal drei kleine. So wie es aussieht, scheint er gut voranzukommen. Ja, wäre natürlich wünschenswert, wenn wir da Anfang nächsten Jahres oder so, Januar, Februar, März, April, mit Cash rechnen können. Weil, also Cash fehlt mir wirklich sehr im Mappool. Sehr. Gut, dann mache ich mich jetzt mal geschwind von dannen. Ich beginne jetzt gleich den Stream, 18 Uhr dienstags. Dann wird wieder gescheppert. Wir sehen uns dann, falls ihr Zeit und Lust habt, gleich, 18 Uhr halt, oder morgen im nächsten Video. Mal gucken. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, für eure Kommentare, für die Likes. Danke fürs Reinschauen in die Livestreams, dreimal live, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Und ich denke, möglicherweise werde ich morgen auch mal so ein bisschen Deadlock reinschisseln, also im Stream, mal gucken, also Mittwochabend dann. Übrigens gibt es für euch heute im Stream diese AK-47 The Empress, wie versprochen. Also rankommen und ja, bis gleich, Twitch und so weiter, Link ist in der Beschreibung. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.